Ich mach mal ein bisschen ASMR. Ich glaube, für ASMR wäre das gut, wenn kein Ton läuft. Kein Ton läuft. Okay, genug gealbert. Weiter geht's. So, er hier noch. Plum, plum, plum. Wohin? Wohin? Dahin. Dahin. Und dann da hoch. Und er. Plum, plum, plum. Dahin. 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 Und dann hier hoch. Aber jetzt haben wir kaum noch Treibstoff, ne? Irgendwie aus irgendeinem Grund. Welche Spiele findest du zum Beispiel noch zu laut? Ich hatte da auch letztens gehabt, was ich eigentlich erwähnt haben wollte. Du schwitzt? Nein, sag an. Zerreißt das Blatt heftig. zu laut fand ich ja zum Beispiel Dingsen. Prime Defender 2 zum Beispiel. Oder also zu laut oder ich zu leise. Ich beschleunige nochmal für ein paar Sekunden. 3, 2, 1. Errungenschaft. Warenlieferung. So, alle Schiffe sind auf dem Weg nach oben, ne? Soll ich denn schon mal scannen? Ne, ich warte noch. So, er hätte noch drei Sachen für den. Wie viel hat meine Sonne allgemein noch? Nur noch 1200. Also viel würden wir hier eh nicht mehr schaffen. Zu holen. So, und was haben wir hier noch Schönes? Erhöht die maximale Menge Wasserstoff, die ein Bergbauschiff transportieren kann. Dann haben wir noch Steigerung. Achso, das hatten wir ja letztes Mal schon. Delta-Schild. Absorbiert Schaden, bis er aufgebraucht oder abgelaufen ist. Das Schiff des Besitzers fliegt schneller, wenn das Schild aktiv ist. Was ist der Unterschied zwischen den und den? Absorbiert. Schildstärke 2000. Schildstärke 3500. Das ist doch eigentlich besser. Abklingzeit 5 Minuten. Aktivierungskosten, Installationskosten. Okay, also es ist halt teurer, aber sonst. So, was haben wir hier unten jetzt so Schönes noch? IMP. Legt für kurze Zeit alle Schiffe, Raketen und Zeberus-Stationen im entsprechenden Gebiet sowie das Schiff von dem EMP aus gegen lahm. Deaktivierte Schiffe können sich nicht bewegen oder feuern, können aber weiterhin Module aktivieren. Teleportation. Teleportiert das Schiff nach der Aktivierungsverzögerung zum festgelegten Ziel, welches sich in Reichweite befinden muss. Teleportation ist in Barrierebereichen, die von feindlichen Schiffen aufgebaut wurden, nicht möglich. Effektreichweite 200 Lichtjahre.
So, und die Lebensverlängerung, die hatten wir ja letztes Mal auch schon. Aber ich würde ganz ehrlich das hier machen. Zusätzlich Plätze ein. Dann können wir nämlich immer 2x2 Tonnen. So, was haben wir hier oben? Erfolg. Transportiere insgesamt 500 Waren. Haben wir. Und was haben wir hier noch? Werte auf Stufe 2 auf. So geht's. Wähle eine Weltraumwerft aus und klicke am unteren Bildschirm auf Bauen. Wähle am unteren Rand Aufwerten. Ah, man kann die aufwerten. Kostet 10.000. Modulplätze 1 plus 1. Ach, guck mal, so kriegen die... Oh nein. So hätten die jetzt dann... Oh Mann, oh. Weißt du, warum ich mich gerade ärgere? Statt die 15.000 für einen Platz mehr, hätte ich dann ja lieber ein Modul mehr, weil dann hätten die, ne? Ja. Ach. Also so geht das. Okay. Da zurück. Schlachtschiff aufbessern. Modulplätze Unterstützung plus 1. Waffen 1, Schilde 1. Bergbau. Den sollen wir verbessern für die Quest. Was kriegen wir für die Quest? 2.500. Und das Aufbessern kostet 5. Das heißt, 2.500 werden wir also ja wieder kriegen. Das heißt. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall 10.000. So, alle sind oben. Dann suchen wir mal. Stufe 2 öffentlich. Das ging schnell. Dann springen wir mal. Oh, warte. Hat er... Nein, guck mal. Der hat noch keine bessere Waffe. Die kriegt er jetzt. Klang. So, Schild hat er. Und der andere. Der hat ja auch beides, ne? Ja. Okay, jetzt können wir springen. Also das Geld müssen wir noch eben ausgeben für die bessere Waffe. Hallo. Okay, da oben sind zwei Feinde. Los, komm rein. Ich verstehe gar nicht, warum er nicht reinkommt. Er hat ja auch gesucht. Warum kommt der nicht rein? Das heißt, wir müssen die kleinen Viecher hier aufbessern. Und dann können wir auch zwei Module tragen. So, der Kleine ist ja eh schnell weg. Dann können wir zu den Großen. Da kommt er. Aber der dürfte eigentlich kein Problem sein. Das ist ja nur ein Wächter. So, das war er. So, Attacke. Attacke. Er kriegt ein Schild. Lump. Die fliegen jetzt alle dahin. Und holen jeweils jeder holt eine Tonne ab. Und dann können die alle hier hin und holen jeweils eine Zweiertonne ab. Hallo. Ah, guck mal, von da oben. Er kommt auch endlich mal. Schön zu dritt. Bam, 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 bam. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal.
So, die können ja da schon mal hin. Vielleicht greifen wir die dann nochmal an. So, dahin. Dahin. Und dahin. Ah, uns geht schon wieder das Treibstoff aus. Nein, warum? Pro Stunde kriegen wir auch nur 55. Und so eine Hin- und Rückreise ist ja auch ziemlich teuer, ne? Warte mal, was würde das kosten? Nee, guck ich jetzt noch nicht. Ah, da kommt er mit seinen drei Popels an. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wenn das nicht alles so echtzeitmäßig wäre, ne? Ich könnte mich stundenlang mit dem Spiel beschäftigen. Oh, er ist weg. Reparieren gegangen oder was? Okay, die haben alles? Nein, noch nicht. Ich kann ja schon mal Attacke machen, ne? Attacke, Schild aktivieren. Bin mal gespannt. Willkommen zurück. Oh nein, das Schild ist weg. Aber sterben wird er ja zum Glück trotzdem nicht. So, dann können die jetzt auf jeden Fall alle zurückfliegen. Kostet 9. Also viel haben wir nicht mehr. Nein. Hier, und diese Sonne habe ich gefilmt. Aber vielleicht sollte ich nicht. Vielleicht so? Schön mittig. So, 10 Sekunden warten. Ja, würdest du stundenlang beschäftigen mit dem Spiel? Hast du ja auch was. So, ich glaube, das reicht, ne? Dann ist das jetzt nächstes Mal meine Hintergrundanimation. So, ich kann nicht springen, mir fehlen 2. Nein. Ach, er ist sowieso gerade auf dem Weg. Ach, wir haben gerade gekriegt, okay. Dann kann ich ja jetzt doch springen. Ja, und schon sind wir wieder pleite, was Wasserstoff angeht, ne? Das geht so schnell in dem Spiel. So, kann ich da noch hin? Oh. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Ja, ich habe ja keinen Sprit mehr. Aber ein bisschen können wir ja hier wieder verkaufen. Also diesen Stufe 1 Ding sowieso. So, diesen Stufe 1 Ding sowieso. So, jetzt haben wir hier 4 mal Stufe 2 drinne.
Den Rest können wir verkaufen. Flumm. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Sprit. Aber das wird halt nicht reichen, bis wir 10.000 haben, ne? Alles doof. Spiele ich das Spiel ein bisschen falsch oder so? Oder ist, hat man am Anfang diese Probleme? Dass man hier immer, dass man Geldmangel hat. Und die Lieferdrohne bringt dir dann ja auch erst was, wenn du mehrere Hubs hast. Und dafür brauchst du vermutlich noch viele Credits. Oder ich brauche mehr Planeten. Mehr Planeten, bessere Planeten. Ja, Geldmangel hat man doch immer. Ja, aber in dem Spiel habe ich es immer irgendwie komischerweise. Ich weiß auch nicht. I don't know, ob du es falsch spielst. Ja, also so falsch kann man es ja eigentlich nicht spielen, ne? Also jetzt müssen wir sowieso erstmal wieder 5 Minuten warten. Hier aufwerten. Was kostet das nochmal? 10.000. Also ich hätte schon gerne die 10.000. Warte mal, ich mach das anders. Ich habe doch jetzt die Feinde da oben getötet. Ich hol mir nochmal diese Kohle da oben. Nein, halt. Das müsste ja reichen. Hinspringen, die Tonnen holen und dann wieder zurück. Schau doch Werbung. Aber hier gibt es keine Werbung. Ich springe jetzt hin und hole nochmal die Tonnen. Das müsste ja reichen. Theoretisch, oder? Das Hin- und Herspringen kostet 90. Das sollten wir also haben. So. 90. Und da hin und zurück kostet je 30. Je 60. Das heißt 60, 120, 180. Das heißt, wir hätten kein Geld, um zurückzuspringen. Kein Wasserstoff. Oha. Dann kannst du Geld mit Echtgeld kaufen? Ja, kann man. Hier. Hier für 109 Euro kann ich 8000 Kristalle kriegen und mit den Kristallen kriege ich Geld. So, ich glaube, damit hin und zurück müsste ja auch noch gehen. Das Rückspringen kostet 45, ne? 60 gehen jetzt nochmal flöten, dann haben wir 110. Okay, ich gehe mit dem auch hoch und sack ein. Oh, schön. Ja, man braucht halt viel Geduld für das Spiel, ne? Deswegen spiele ich es ja immer am Anfang des Streams. Weil so kann ich ja alle 2-3 Tage immer alles machen und dann 2-3 Tage dann wieder nichts machen. Das Ding ist, diese Kristalle ist nichts wert. Ich kann dir gleich einmal ungefähr zeigen, was die Kristalle wert sind in Geld.
Bestimmt Fortnite. Guck mal, reicht sogar für den Sprung zurück. Sie spielt Twitch. Schneller, schneller. Nein, Fortnite, nee, geh weg mit dem Rot. Wie gesagt, ja, ich habe Epic, aber auch nur Satisfactory. Aber die Satisfactory, das ist doch das, was Funk Royal und Gronkh spielen, oder? Ja, sagt er. Fabrik bauen, Umwelt kaputt machen. Ja. Da ich das am Anfang von den beiden zugeguckt habe, weiß ich nicht, hängt mir das auf den Ohren raus. Also ich würde es nicht selber spielen. Hätte ich nicht zugesehen, dann hätte ich es vielleicht gespielt. Aber dadurch, dass ich zugesehen habe, muss ich es nicht haben. So, ich könnte jetzt für 1200 wieder verkaufen, aber das ist ja auch irgendwie nichts an Geld, ne? Dann hätten wir 3500, mit 3500 können wir nichts anfangen. So, und jetzt hier zum Beispiel, ne? Ich kann die Kristalle, kann ich ja umwandeln in Geld. So, und mal so zum Beispiel... 100 Kristalle kosten 3,49 €. Wir haben 200 Kristalle, das heißt, meine Kristalle sind ungefähr 7 Euro wert. 7,50 €. Korrekt? So. Das heißt, ich habe Kristalle im Wert von 7,50 €. Wenn ich das jetzt umwandeln möchte in Geld, mir fehlen 18.000. Also, okay. Schlechtes Beispiel, weil ich habe noch keine Stufe 9 Planet. Jetzt zum Beispiel 10.000. 7.600 Credits kann ich umwandeln mit 116 Kristalle. Das heißt also für 3,70 Euro ungefähr. 3,70 Euro sind ungefähr 7.600 Credits, gerade mal. Also das finde ich schon heftig. Also... Und dann sind die Credits auch wieder weg. Dann bräuchtest du wieder Credits. Haben wir noch irgendwas Teures hier? Ja, das reicht genau für meine 222. 17.600 Credits sind diese 7,50 €. Ike, hehe, haha, ja, ich bin Twitch. Nein, bin nicht so die Gamerin, gucke gern zu, heißt aber nicht, ich spiele gar nicht. Mit Hopple? Mit Hopple? Aha. Ich heiße aber nicht Hopple. So, das war's. Mehr können wir heute hier nicht machen. Schade. Gut, dann war es das jetzt erstmal. An dieser Stelle. Vielleicht gucken wir nochmal am Ende des Streams rein.